Leute, ist es heute endlich soweit? Sehen wir die Genehmigung des Bitcoin-Spot-ETFs und was wird kurstechnisch passieren? Wie sieht die Kursbewegung aus? Kommt zum Dump? Darüber werden wir definitiv sprechen. Meine Erwartungshaltung und vor allem, wie du das Ganze traden kannst, das erfährst du im heutigen Video. Ebenfalls natürlich eine kurze, knackige Chartanalyse und Kursprognose. Falls dir gefällt, gerne den Like-Button smashen. Falls du neu hier bist auf der Crypto Wall Street, gerne rein abonnieren. Und damit einen wunderschönen guten Morgen wieder aus Costa Rica. Heute geht es weiter zu einem Festival. Dazu später mehr plus ein Major Partnership Announcement von Bing X, das erfährst du ebenfalls. Aber lass uns gar nicht um den heißen Brei rumreden, lass uns direkt reinspringen in den Content. Schauen wir uns erst einmal an, was im Bitcoin-Preis passiert ist. In diesem Fall sind wir tatsächlich an der 66,7er Candle technisch rejected worden. Hatten wir gestern darüber gesprochen, das Level 44.171 US-Dollar Liquidation-Level als auch aus Fibonacci-Sicht ein sehr, sehr interessantes Level, welches angelaufen worden ist. Wir sehen zwar, dass der Markt ganz klar leicht drüber gewickt ist, in diesem Fall bis 44.729. Das macht das Ganze natürlich trade-technisch ein bisschen schwieriger, trade-management-technisch vor allem. Ich weiß nicht, wie ihr es gestaltet habt. Potenziell gab es hier einen Stop-Loss-Hit. Nichtsdestotrotz, wenn man hier soweit erst einmal ein bisschen Platz gelassen hat, seinen Stop-Loss übers 78,6er gesetzt hat, ebenfalls eine Marke für einen Stop-Loss aus SK-System heraus, hätte man hier diese schöne Kursbewegung, diesen Drop shorttechnisch mitnehmen können, runter bis 42.472 US-Dollar. Danach kam es direkt wieder zur Erholungsbewegung und wir stehen aktuell bei knapp 43.855 US-Dollar. Wie geht es jetzt weiter für Bitcoin? Lasst uns da einmal drüber sprechen. First things first. Erst einmal über folgende News. In diesem Fall sagt der Bloomberg Senior ETF Analyst Eric Balchunas, die SEC gibt aktuell die Final Comments as we speak und dann werden sie die finalen Anträge submitten, also die Antragsteller. Und vor allem, wieso ist heute überhaupt schon einer dieser potenziellen Genehmigungstage? Das wurde ich ebenfalls gefragt aus der Community. In diesem Fall hatte letzte Woche die SEC gesagt, sie werden das Paperwork bis Anfang dieser Woche soweit durcharbeiten, Dienstag, Mittwoch. Doch dann gab es bereits eine Nachricht von der SEC, dass es vertagt wird, verspätet wird aufgrund der Workload, dass wir noch heute soweit Zeit brauchen. Heute ist Freitag, Leute, und das ist letzten Endes der Tag, wo ich damit rechne, dass es zu einer potenziellen Bestätigung kommen könnte. Final Deadline, aller spätestens 10.1. nächste Woche Mittwoch, Leute, sollte es soweit sein. Von daher heute aufgepasst auf jede Schlagzeile. Ich halte euch natürlich up to date auf unserem Telegram-Kanal. Falls ihr da noch nicht reingejoint bist, gerne einmal vorbeischauen. Link in der Videobeschreibung. Und hier ebenfalls noch eine weitere Sources, die sehr, sehr close to the matter sind, also sehr, sehr nah am Geschehen sind, sagen, der Bitcoin Spot ETF, das ist eine geritzte Sache. Und last but not least, auch hier noch einmal ein Survey von Bitwise, der aufzeigt, was für ein großes Interesse von auch Advisern in den USA besteht, endlich in Bitcoin herein zu investieren. 88% von denjenigen Advisern, auch hier eine Klarstellung, wird oft falsch kommuniziert. Aktuell sehe ich auf verschiedensten, sage ich mal, Kanälen, auf Twitter etc. und Co., dass es 88% der Advisor sind, die überhaupt interessiert daran sind, Bitcoin zu purchasen, zu kaufen, warten auf einen Bitcoin Spot ETF. Nicht 88% der Advisor warten darauf, dass jetzt letzten Endes hier der Bitcoin Spot ETF reinkommt und genehmigt wird und dass so letzten Endes hereininvestiert werden kann. Nein, diejenigen, die bereits interessiert sind, daran in Bitcoin zu investieren, 88% davon warten auf die Genehmigung des Bitcoin Spot ETFs. Und Leute, was kann letzten Endes die Genehmigung eines Bitcoin Spot ETFs auslösen? In diesem Fall lasst uns einmal nochmal kurz in den Chart reinspringen. Wir hatten schon lange, sehr, sehr lange über die potenzielle Kurssteigerung von Bitcoin vorm Halving gesprochen. Brauche ich, glaube ich, nicht zu wiederholen. Falls du neu hier bist auf dem Kanal, schau dir einfach ein paar der letzten Videos an, vor allem das Bullrun-Video, was auf meinem Kanal wirklich angepinnt ist. Und in diesem Fall, was wir sehen, ist folgendes. Wir sind in der Vergangenheit immer wieder bis zu folgenden Leveln hochgekommen. 55,9er. Vorletzte Zyklus und im letzten Zyklus bis zum 61,8er. Die nominellen Werte sind natürlich andere. Wir sind jetzt aber am 55,9er angekommen, Leute. Hätte diese Bewegung letzten Endes gar nicht stattgefunden, wir in den Regionen von 37.000 US-Dollar gestanden, hatte oder hätte ich mir gut vorstellen können, dass wir wirklich einen 10.000 US-Dollar-Pump sehen. Doch jetzt sind wir bereits in diesen Regionen angekommen und viele glauben immer noch daran, dass wenn der Spot-ETF genehmigt wird, es wie ein Knopfdruck sein wird und Milliarden US-Dollar
US-Dollar an Kapital reinfließen wird. Nein, definitiv nicht, Leute. Wir hatten auch gestern darüber gesprochen, es gibt die Genehmigung und dann gibt es letzten Endes die Handelsaufnahme, frühestens nächste Woche. Und dann kommt so langsam Kapital und Interesse in den Markt. Das wird nicht von heute auf morgen geschehen, Leute. Und deswegen gehe ich stark davon aus, dass viele einfach mit ihrer Erwartungshaltung falsch liegen. Ich kann auch falsch liegen, Leute. Es geht hier nicht um Recht haben. Es geht letzten Endes darum, eine Erwartungshaltung aufzustellen. Und meine Erwartungshaltung ist folgende. Wenn die Genehmigung erfolgt, sehen wir einen Pump hoch bis zu 55,9 noch einmal, 45.395 US-Dollar. Wenn nicht sogar, damit rechne ich, das ist mein Primärszenario, hoch bis zu 61,8, 48.553 US-Dollar. Und da sollten wir erst einmal charttechnisch heraus. Ich bin Chartanalyst, Leute. Solche News, auf gut Deutsch gesagt, sind mir egal, sehe ich hier bei 48.550 US-Dollar eine klare Rejection. Diese gab es immer nach Halving-Zyklus-Theorie in diesen Bereichen. 55,9er, danach gab es eine über 20%ige Korrektur. 61,8er, danach gab es eine über 20%ige Korrektur. Und das ist meine Erwartungshaltung, die ich hier letzten Endes an den Tag lege. Lasst uns mal kurz in den Tageschart reinspringen und schauen, was Bitcoin gemacht hat. Es gab diesen Flash-Crash. Damit sind wir erstmal zurück wieder in diese Range reingewandert. Gestern sind wir hochgepumpt, Daily Close wieder überhalb dieser Range reinbekommen. Sehr, sehr positiv für den Kursverlauf hier von Bitcoin erst einmal zu bewerten. Bullish. Und heute sehen wir auch noch einmal einen Abverkauf. Gehen wir gleich immer noch einmal kurz in den kleineren Timeframes rein. Doch aktuell werden wir wieder aufgekauft. Stehen darüber. Sollten wir diesen Candle Close so schließen wie heute, gehe ich, wie gesagt, davon aus, dass wir erst einmal kurzfristig mit höheren Kursen noch einmal rechnen müssen. Vor allem, wenn wir in einer 4-Stunden-Chart unterwegs sind, dann sehen wir hier letzten Endes unsere Range-Oberkante. 4-Stunden-Chart mit diesem Dump. Bis hier unten 42.400 hatten wir zu Beginn des Videos drüber gesprochen, auch wieder aufgekauft und den Candle Close überhalb unserer Range-Oberkante bekommen. Danach noch einmal Bestätigung und jetzt potenziell das Follow-Through-Movement. Von daher, wie machen wir das Ganze trade-technisch jetzt kurzfristig? Ich habe gesagt, langfristig oder mittelfristig in diesem Fall 61,8er für mich das nächste interessante Short-Level. Ich halte mich hier aktuell jetzt vollkommen raus. Was schön interessant ist und zu sehen ist, ist folgendes. Es ist einfach ein reines Liquidation-Hunting der Market-Maker. Mit diesem Flash-Crash, grün, hochgehebelte Long-Positionen, 100x in diesem Fall, wurden herausliquidiert. Mit der Erholungsbewegung wurden alle hochgehebelten Short-Positionen jetzt herausliquidiert. In Rot, ihr seht dieses Level genau angelaufen und danach kam es wiederum zum Drop. Und jetzt haben wir aktuell nur hochgehebelte Long-Positionen 100x unter uns liegen, Leute. 42.286 US-Dollar, 42.000 US-Dollar und 41.000 US-Dollar, also knapp unterhalb des letzten Wicks in diesem Fall. Geht runter bis 40.213 US-Dollar. Das sind natürlich interessante Level für die Market Maker abzufischen. Was könnte hier passieren? Heute Genehmigung, Pump bis zu 61,8er, Dump, krasser Dump in diesem Fall, runter bis zu diesen Leveln. Das könnte tatsächlich passieren. Wenn wir uns das hier einmal auf dem Cumulative Liquidation Levels Delta anschauen, sind aktuell noch leicht hier unten zu sehen die Shorts at Risk. In diesem Fall 363 versus 196. Und in diesem Fall haben wir in der 7-Tages-Chart noch Liquidität über uns. Könnte für diesen Pump sprechen, den ich gerade prophezeit, prognostiziert habe. Und dann letzten Endes bei 39.500 in der Monatschart hier auf High Block Capital liegt letzten Endes noch sehr, sehr, sehr viel Liquidität in den größeren Timeframes. Und das ist soweit erst einmal meine Analyse, die ich hier für euch heute parat habe, Leute. Gerne, falls dir gefallen hat, den Like-Button smashen. Gerne rein abonnieren, falls du davon mehr sehen willst. Und jetzt kommen wir zum heutigen Tag. Was erwartet mich hier heute in Costa Rica? Wir sind aktuell noch in unserem Airbnb, machen jetzt gleich erstmal Breakfast, doch dann fahren wir ein bisschen weiter südlicher und dann geht's auf ein Festival. Ocaso Festival, House Techno Festival direkt am Beach. Und falls du davon mehr sehen willst, schau gerne auf Instagram vorbei. Den Link findest du ebenfalls in der Videobeschreibung @usaymo. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt erstmal einen wunderschönen Freitag. Ich halte euch up to date. Macht's erstmal gut. Bis dahin. Ciao, ciao.